Ich sag mal, hier oben im Norden, hier ist meine Heimat. Abends irgendwie noch mal eine Runde mit dem Fahrrad zu fahren und dann gucken, oh, hier haben wir schon mitgearbeitet. Also das macht mich schon stolz. Irgendwann fährt man fast nur noch auf Straßen, die Eurovia gebaut hat. Die Gründung der Niederlassung Hamburg war 1952, damals unter dem Namen der Teerbau. Damit haben wir seit über 70 Jahren Erfahrung und Tradition hier in der Region und sind inzwischen fester Bestandteil des Straßenbaus. Das Schöne ist, dass Eurovia hier im Norden breit aufgestellt ist. Wir machen Deichbau, wir bauen Umspannwerke, wir bauen Straßen, wir machen Kanalbau, wir erschließen B-Pläne. Also wir haben schon das komplette Paket Infrastruktur im eigenen Portfolio. Wir bringen halt alle Leute von A nach B. Mit unseren 170 Mitarbeitern machen wir ca. 80 bis 100 Bauvorhaben pro Jahr. Da sind große Autobahnen dabei, Landesstraßen oder auch Bebauungspläne, aber auch spannende innerstädtische Projekte, die aufgrund der häufig beengten Platzverhältnisse und der angestrengten Zeitschiene sehr anspruchsvoll sind. Wir haben aber auch andere Partner in der Vinci-Gruppe, wie zum Beispiel Omexom, mit denen wir jetzt hier von der Niederlassung Hamburg gemeinsam aus Umspannwerke bauen. Wir sind für den Tiefbau zuständig, legen quasi das Fundament für die anderen Gewerke. Wir machen damit möglich, dass Windenergie in den Süden kommt und sind damit auch Teil der Energiewende. Wir sind jetzt auf der Insel Föhr. Die Überschrift von diesem Projekt ist eigentlich die Küstenschutzmaßnahme Bau eines Deckwerks mit Wellenüberschlagssicherung. Das Schöne an dieser Maßnahme war es, der Insel Föhr auch ein kleines Stückchen zurückzugeben. Eurovia steht ja auch für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Naturdenkmäler, die wollen wir natürlich schützen und auch der nächsten Generation noch übergeben. Unser Ziel ist es, unseren CO2-Ausstoß bis 2030 um mindestens 40% zu reduzieren. Dafür setzen wir bereits zum Beispiel HVO-Diesel ein, ein synthetischer Kraftstoff, der 85% weniger Kohlendioxid verursacht. In Zukunft wird die Geschwindigkeit von Innovationen und Digitalisierung deutlich zunehmen. Wir haben die vernetzte Baustelle, sprich der komplette Überblick aller Beteiligten am Prozess wird dadurch gewährleistet, schafft sehr viel Transparenz und erleichtert die Kommunikation. Es gibt ja für den Straßenbau die Digitalisierung 2.0, dass im Grunde genommen später alles eben per Drohnen aufgemessen werden soll und dass die Maschinen zum Teil auch schon selbstständig fahren. Natürlich ist es spaßig, große Maschinen zu fahren. Also Stand jetzt würde ich keine andere Firma haben wollen. Alle Maßnahmen, die wir haben, da musst du vollen Einsatz bringen und du musst mit Herzblut dabei sein. Es ist ein Miteinander. Also man kennt die Kollegen wahrscheinlich besser als die eigenen Freunde. Da ist immer reger Austausch. Ne? Wir sind immer in eine Firma und wenn die Jungs so eine Hilfe brauchen, dann kommen wir. Es sind die Lehrgänge, die einem helfen, es sind die Kollegen, die einem helfen. Also die Arbeitssicherheit wird bei uns nach wie vor groß geschrieben. Entweder wir arbeiten sicher oder gar nicht, ist unsere Devise. Wir achten untereinander auf uns. Wir wollen ja alle, dass die Jungs abends wieder heil nach Hause kommen und dass wir am Ende des Tages eine gute Leistung ablegen. Wir dürfen sogar hier arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und wenn man dann weiß, okay, wir bauen für die Zukunft, das ist schon toll, Teil davon zu sein. Was ist das Ziel für uns für die nächsten Jahre? Vor allem möchte ich, dass wir das, was es bisher stark gemacht hat, bewahren und dass wir dies transferieren in eine innovative, nachhaltige Zukunft und das mit Spaß.